Moin, herzlich willkommen hier bei Money for Future. Ich wollte in diesem Video darüber sprechen, wie groß die PV-Anlage sein sollte, beziehungsweise wie groß der Speicher sein sollte für eine PV-Anlage und warum, wieso, weshalb. Und am Ende werde ich euch auch eine Faustformel mitgeben, wie ihr das so ja, Pi mal Daumen ausrechnen könnt, wie groß denn jetzt die PV-Anlage oder der Speicher sein soll. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. Und zwar werde ich ganz oft gefragt und deswegen auch hier das Hintergrundbild. BYD baut ja nicht nur Batterien, sondern sie bauen natürlich auch extrem gute und leistungsstarke Module. Und ich werde ganz oft gefragt, wie groß muss denn eigentlich mein Speicher sein? Und ich frage dann immer, wie groß ist denn Ihre PV-Anlage beziehungsweise wie groß ist denn Ihr Verbrauch von Ihrem Haus? Weil das muss man im Grunde wissen und daran muss man dann auch ausrichten, wie groß denn eigentlich der Speicher sein muss. Aber jetzt schauen wir uns mal an, wie groß überhaupt eine PV-Anlage sein muss. Also ich höre halt immer wieder dieses Bedenken, ja, ich will mir eine PV-Anlage machen, aber ich möchte nicht über 10 kW Peak kommen, weil da bin ich aber im Gewerbebereich und da muss ich Gewerbe anmelden und das ist ganz kompliziert. Und das möchte ich nicht machen und deswegen möchte ich da eigentlich 9,9 kW aufs Dach legen. So, ja, kann man machen. Ich sage aber ganz oft, ganz ehrlich, die Größe von eurer PV-Anlage, die Grenze dafür ist die Fläche von eurem Dach. Ja, das ist eigentlich das Einzige, was ihr beachten müsst. Wenn ihr eine kleine Fläche habt, nehmt ihr die besten Module, die ihr kriegen könnt. Und wenn ihr 8 kW Peak aufs Dach kriegt oder 12 kW Peak aufs Dach kriegt, dann nehmt ihr lieber die 12. Und ich erkläre euch auch gleich, warum ich glaube, dass das wichtig ist, dass man immer einfach ein bisschen mehr nimmt. Also die Größe der PV-Anlage, habe ich ja eben schon gesagt, die richtet sich natürlich nach dem Verbrauch. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt 5000 Kilowattstunden Verbrauch habe, dann sollte ich vielleicht schon so eine 10 kW Peak-Anlage auf dem Dach haben. Ne? Und es gab früher so eine Faustformel, dass man gesagt hat, okay, 1000 Kilowattstunden Verbrauch gleich 1 kW Peak auf dem Dach. Ja, mittlerweile sagt man, okay, 1000 Kilowattstunden Verbrauch, lieber 2 kW Peak auf dem Dach. Ne? Und diese Regel war genauso mit Speichern, also 1000 Kilowattstunden, also Regel 111. 1000 Kilowattstunden Verbrauch heißt 1 kW Peak auf dem Dach gleich eine Kilowattstunde Speicher. So, dann sind die Module immer billiger geworden, hat man gesagt, okay, eigentlich wird es sinnvoll sein, wenn man 1000 Kilowattstunden Verbrauch hat, wir machen 1 bis 2 kW Peak aufs Dach und dann machen wir 1 bis 2 Kilowattstunden Speicher. Also je nachdem, ja, also in so einer Range. Ne? Und je mehr Strom ich verbrauche, desto mehr PV sollte ich mir natürlich auch aufs Dach legen. Ich gehe jetzt hier nicht von Einspeiseanlagen aus, sondern halt von Eigenverbrauchsanlagen. Ja? Und das heißt, mittlerweile sage ich aber nicht mehr so viel KW Peak. Bei 1000 KW, bei 1000 Kilowattstunden Verbrauch brauchst du so und so viel KW Peak, sondern du machst das aufs Dach, was maximal möglich ist. Ja? Und wenn es bis 14, 15 kW Peak aufs Dach geht, ja, dann mach das drauf. Die Leute sagen immer, ja, dann muss ich aber diesen Antrag stellen und Gewerbe und so. Ja, natürlich, ist ein bisschen aufwendiger, wenn man über diese 10 kW Peak drüber kommt. Aber ihr geht ja nicht in 10 Jahren oder in 6 Jahren nochmal hin und macht nochmal da was draus, sondern diese Module, die sind einmal auf dem Dach und dann sind die für 20, 30 Jahre, liegen die da auf dem Dach. Das heißt, man macht das ein einziges Mal und dann ist Schicht im Schacht. Ja, also dann liegen die da 30 Jahre. Und wenn ihr heute euch überlegt, und das ist jetzt der Hauptgrund, warum ich sage, macht mehr Strom aufs Dach, ja, oder macht mehr Strom auf dem Dach als weniger, weil es geht immer mehr dahin, und das sehen wir in anderen Ländern schon, es geht immer mehr dahin, dass wir mit Strom bald alles machen werden. Das bedeutet, wir werden mit Strom nicht nur unsere ganz normale Stromversorgung gewährleisten im Haus, sondern wir werden irgendwann auch die Wärme mit Strom machen. Das fängt jetzt schon an mit Wärmepumpen. Ja, wir können, und das ist ja das Coole, mit einer Kilowattstunde Strom 4 bis 5 Kilowattstunden Wärme erzeugen. Ja, mit hocheffizienten Wärmepumpen ist das möglich. Und wir können die dann halt dann laufen lassen, wenn wir Lust haben. Also das heißt, wenn das über Nacht mal Wärme gebraucht wird und wir haben einen Stromspeicher im Keller, dann kann die Wärmepumpe auch mit dem Stromspeicher laufen. So eine Wärmepumpe verbraucht dann aber gleichzeitig auch viel mehr Strom. Also der Gesamtstromverbrauch geht hoch. Und das heißt, wir machen Strom, wir machen Wärme. Und wir reden ja bei Strom immer über
den großen Energieverbrauch. Der viel größere Energiebedarf ist natürlich die Wärme. So, und jetzt haben wir Strom und Wärme. Und jetzt kommt noch das Dritte, eure Mobilität. Ihr habt im Moment, die meisten von euch, noch einen Diesel oder einen Benziner vorm Haus stehen. Was passiert aber, wenn Elektromobile günstiger werden, weil die Batterien günstiger werden? Irgendwann kippen die Preise und ihr seht das jetzt schon bei den VW-Modellen hier, der E-Up werden jetzt günstiger, der E-Golf super günstig geworden. Die Elektromobile werden extrem günstig. Das heißt, ihr werdet irgendwann nicht nur euren Strom mit Solarmodulen vom Dach machen oder eure Wärme, sondern ihr werdet dann auch mobil. Ihr fahrt mit eurem Strom dann auch durch die Gegend. Und das erhöht den Stromverbrauch nochmal. Und das heißt, wenn ihr bald alles mit Strom macht, wie groß sollte dann eure Solaranlage sein? So groß wie möglich, genau. Und das ist das, was ich den Leuten immer sage, macht es so groß wie möglich. Weil wenn ihr heute eine PV-Anlage aufs Dach macht und ihr sagt, ja, ich mache jetzt mal so eine 6 kW Peak-Anlage drauf, dann sagt ihr ja nicht in 3 Jahren, wenn ihr euch dann ein Elektroauto angeschafft habt oder vielleicht hat der eine oder andere von euch hat eine alte Ölheizung oder Gasheizung zu Hause und dann sagt er, ja, okay, dann baue ich jetzt eine neue Wärmepumpe ein, weil die jetzt halt fällig ist und nach 30 Jahren muss man halt mal eine neue Heizung einbauen. So, und dann sagt er ja nicht, ach Mensch, gut, dass ich damals nur so eine kleine PV-Anlage aufs Dach gemacht habe, weil das war damals dann halt günstiger. Ich meine, ihr kriegt sowieso nichts für euer Geld auf der Bank. Ja? Dann kann ich auch lieber die paar hundert oder paar tausend Euro noch mehr ausgeben, um diese PV-Anlage so groß wie möglich zu machen, um so viel Strom vom Dach zu bekommen, wie es einfach geht. Ja? Und dann kommt immer dieses Argument, ja, die Wärmepumpe im Winter brauche ich Strom und da kommt halt nichts vom Dach. Ja, aber wenn ihr diffuses Licht habt und ihr habt viele große, starke, super gute Module auf dem Dach liegen, was meint ihr, was bei diffusem Licht, auch bei normalem Tageslicht im Winter da schon runterkommt? 2-3 kW. Und damit kann auch eine Wärmepumpe laufen und in diesen Monaten Dezember, Januar, Februar, da muss dann halt mehr Strom bezogen werden, weil einfach nicht genug vom Dach kommt. So what? Wir haben auch im Winter den Wind, der weht. Ja, wir haben nachts den Wind, der weht. Auch wenn die Sonne tagsüber halt mal nicht scheint und nachts ist sie sowieso nicht da. Wir haben Wind in Mengen in Deutschland. Und dann könnt ihr mit dem Strom halt vom Versorger, dem Windstrom, eure Wärmepumpe betreiben. Ja, okay, das kostet dann ein bisschen was. Aber das spart ihr dann dadurch, dass ihr mit eurem günstigen Strom vom Dach, und das muss man auch nochmal festhalten, das sind 6 bis 8 Cent, die ihr den Strom vom Dach bekommt, ja, oder vielleicht auch 9 Cent. Das ist die Kilowattstunde, die es euch kostet, von eurem Dach den Strom zu produzieren. Und das ist doch einfach der Knaller. Wenn ich mit so günstigem Strom dann meine Wärme, meine Stromversorgung und meine Mobilität noch nutzen kann, ja, also dass ich damit dann auch noch durch die Gegend fahren kann für ein kleines Geld. Und deswegen sage ich, die PV-Anlage so groß wie möglich machen. Und genau das Gleiche ist auch bei dem Speicher dann. Da muss man gucken, das ist im Moment noch sehr teuer. Da muss man sagen, okay, der Speicher, wenn ich jetzt weiß, ich baue mir eine PV-Anlage aufs Dach, mache die so groß wie möglich und ich habe jetzt und überlege jetzt einen Speicher anzuschaffen oder habe schon eine PV-Anlage auf dem Dach mit 10 kW Peak, dann muss ich halt gucken, was möchte ich denn mit dem Speicher machen? Habe ich vor, mir eine Wärmepumpe vielleicht dann demnächst dann noch zu kaufen, weil meine Ölheizung alt ist oder meine Gasheizung nur noch als Ersatz da sein soll und ich da eine Wärmepumpe einbaue oder kommt noch ein Elektroauto dazu? Wenn ich solche Sachen mehr Verbraucher bekomme, dann muss natürlich der Speicher auch ein bisschen größer sein. Dann kann der auch bei einer 10 kW Peak-Anlage 10, 12, 14, 15 Kilowattstunden groß sein. Überhaupt gar kein Problem. Natürlich kostet das dann mehr und die Amortisationszeit ist dann länger, sehr viel länger sogar, als wenn ich da nur einen 5 Kilowattstunden Speicher rein tue, weil der 5 Kilowattstunden Speicher natürlich dann immer viel öfter leer und voll läuft. Ne? Und das ist natürlich auch das Thema Notstrom. Wenn ich Notstrom nochmal bereitstellen will und immer 5 Kilowattstunden für Notstrom habe, dann muss der Speicher natürlich auch ein bisschen größer sein. So, und das soll es jetzt aber auch gewesen sein. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare,
was ihr davon haltet, was ihr plant, ob ihr sowas plant und wie groß ihr meint, PV-Anlagen sein sollten, ob ihr meiner Meinung seid und sagt, ey, so viel Strom wie möglich aufs Dach legen oder beziehungsweise Module aufs Dach legen mit der größten Wattzahl, die es gibt, damit ihr halt das Maximale aus eurer Fläche rausholen könnt, oder sagt ihr, nee, ich will lieber unter den, ich will lieber nur eine kleine Anlage haben, weil ich brauche das ja nur für das und das und ein bisschen hier und ein bisschen da, und da reicht mir das eigentlich auch mit so einer kleinen Anlage. Also, ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen, und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Macht es gut. Bis dahin, euer Felix. Ciao.